Ich glaube, das ist für mich die schönste Art zu kommunizieren. Ich brauche fremden Text, um offen sein zu können und direkt sein zu können. Und ich kommuniziere im Spiel mit meinen Kollegen und mit dem Publikum. Und mit eigenem Text oder so im Leben versuche ich das zwar auch, aber so ganz gelingt mir das nicht. Zum Beispiel bei Unterwerfung bin ich schon den ganzen Tag, eigentlich auch den Tag vorher, höllisch aufgeregt, muss ich schon sagen. In den 2 Minuten vor der Aufführung versuche ich mich wirklich leer zu machen, also gar nichts zu denken und offen zu sein. Und das hat eher, ich glaube, was sehr Konzentriertes, Meditatives, und ich warte dann darauf, dass ich endlich auf die Bühne kann. Und ich heiße Edgar Selge und ich bin Schauspieler.